Hallihallo, liebe Freunde, willkommen auf meinem Kanal Flash LP. Und ja, wie ihr sehen könnt, spiele ich ein Horrorspiel. Ja. Und zwar ist das, wie kann man das beschreiben? Damned. Ich habe schon mal Damned gespielt. Damned kennen auch viele. Das ist dieses Co-op-Hide-and-Seek-Spiel. Was ein bisschen unheimlich sein soll. Viele finden es langweilig, weil einfach, ja, diese Horror-Events zu harmlos sind. Und da habe ich gedacht, komm, ich probiere mal dieses Dead Realm aus. Habe ich auch ein bisschen länger schon. Nur finde ich das persönlich noch von, ja, der Atmosphäre noch ein bisschen, ist ein bisschen harmlos. Also, es gibt zwar ein paar Momente, da habe ich mich schon ein bisschen erschrocken. Es gibt auch verschiedene Spielmodi, Seek and Reap, Bounty und so weiter. Da gibt es einen Spielmodus, da haben dann die Leute, die abhauen, sich verstecken müssen, irgendwie Energie, um irgendwelche Sachen zu aktivieren. Oder diese Geister, die man spielt, das ist immer einer, glaube ich, hat dann auch irgendwelche Special Fähigkeiten. Schön, cool. Das ist schon mal eine coole Lobby. Poop. Nein, komm, hier. Bin ich da eben drauf? Keine Ahnung. Es gibt verschiedene Monster, Geister, wie auch immer, die man spielen kann, die einen verfolgen. Ja. Oh, schon einen tollen Ping. Warum? Hallo? Warum ist mein Ping so schlecht? Ich lade nichts herunter, ich lade nichts hoch. Estruski! Nein! Nee, ich bin dick. Ja, toll. Du bist eine Bolle. So, ihr Bollenkrieger, komm. Fang mal an hier. Was ist mit meinem Ping los? Hallo? 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 Habe ich Voice over IP an? Hallo? Ich hasse dich. Ja, lern erstmal Deutsch. Bevor du Leute hier dissen willst, Ruski-Man oder wer du bist. So, als Mensch musst du 3 Minuten lang überleben, um zu gewinnen. Sind alle Menschen tot? Gewinnt der Geist. Der Geist kann verbessern, dass sie sind. Die Menschen können Lockvögel einsetzen. Erkennt mal alles aus Tempt. Oh, geile Musik. So, wird ein Mensch verschlungen, weil er sich in eine Geisterscheinung gehört. Ja, das finde ich ein bisschen kacke. Wenn man gefunden wird, ist man selbst ein Geist und kann mithelfen zu jagen. Das ist ein bisschen doof, weil wenn man dann der letzte Mensch ist, ist das so schwierig, weil überall diese blöden Geister rumrennen. Hallo! 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 Ich habe keine Ahnung, wo Push to Talk ist. Ey, die Animationen sind immer voll kacke. Ich habe gedacht, die hätten mal was gepatcht mittlerweile. Ich renne den einfach mal hinterher, weil ich gehe davon aus, das ist ein Pro-Gamer. Und dem Pro-Gamer muss man hinterherlaufen. Das ist ein gutes Versteck hier oben. Hallo! Ich verstecke mich jetzt auf deinem Kopf, Junge. Hallo, bleib mal stehen. Was ist los? Ein Reacher-Board. Nee, Käse mit Wein. Handkäse mit Musik. Verstecke ich mich denn am besten? Hau ab! Ah, Mama! Warum ist das so laut? Da unten ist schon der Geist! Oh mein Gott! Hat er uns schon gesehen? Ich bin unsichtbar. Ich bin unsichtbar. Du findest mich niemals. Du bist runtergefallen, weil du ein Noob bist. Und ich hau ab. Tschüss. So, was? Kraftfeld? Ach, Kraftfelder kann man die, glaube ich, irgendwie. Genau, da kann man die ein bisschen ablenken. Oh. Mama, schnell weg. Ey! Mozzarati! Maserati soll das sein, oder was? Bisschen falsch geschrieben, mein Freund. So, ich bleibe jetzt hier in der Ecke. Da wird nämlich der Mozzarati zuerst gefunden. Hau ab, das ist mein Versteck! Hä? Backt er sich durch die Wand? Okay. Oben die Punkte bedeuten, glaube ich, wie viele Spieler noch leben. Also 3 Spieler mit mir. Du bist ein Arschloch, weißt du das? Weil das ist mein Versteck. Wenn der dich jetzt gesehen hat oder riecht oder du einfach nur scheiße aussiehst, dann findet er mich auch. Ich will jetzt. Kann ich alleine hier verstecken. Mama. Tschüss. Ich geh in den Keller. Hau ab! Der verfolgt mich! Verpiss dich! Komm hier rein? Nein. Hier ist ein gutes Versteck. So. Hau ab! Junge! Verpiss dich! Du bist voll der Penner, weißt du das? So, bleib doch da vorne. Mir doch egal, wer es eh zuerst gefunden. Oh, ich bin mit ihm noch der Einzige. Lockvogel. Scheiße, Schritte. Das ist auf jeden Fall entweder...
Ich glaube, der hat mich gesehen. Na, Mama! Kraftfeld! Heuuken! Ich habe kein Kraftfeld mehr. Lockvogel. So, Lockvogel ist, glaube ich, so eine Geisterscheinung von mir. Oh nein, ich bin der Letzte! Ich bin der Letzte! Nein! Wo soll ich mich nur verstecken? Boah, hier ist ein gutes Versteck. Left Mouse. Okay. Gleich ist die Zeit um. Dann habe ich gewonnen, Leute. Oh, ich höre Schritte. Bitte, bitte. 30 Sekunden. Wer labert hier? Radio. Oh, die suchen mich alle. Okay, das ist schon ein bisschen beängstigend, aber ich finde, für ein richtiges Horror-Game in Koop so ist das ein bisschen zu hell noch. Das muss viel dunkler sein. Viel, viel dunkler. Und dann müsste der Typ, der den Geist spielt, so voll aus der Ecke irgendwo rausgeschossen kommen und einen voll erschrecken. Ich gewinne. Ich gewinne. Ich gewinne. Ich gewinne. Ich gewinne. Klick, klack. Klammerhaka! Klammerhaka! Nein. Nein, 3 Sekunden vor Schluss. Toll. Ich glaube, das ist dieser Modus, wo die irgendwelche Sinne aktivieren können. Der ist kacke, der Modus. Ich finde den Modus besser ohne Sinne aktivieren. Ja, du Mozzarati, du bist schuld. Warum ist der blau und die anderen sind rot? Okay. Ich muss jetzt erstmal die anderen Leute abschütteln. Sonst verraten die mich wieder. Aber gut. So, jetzt laufe ich mal geduckt. Da oben seht ihr den Balken. Ich glaube, dann geht's los. Ne, in 5 Sekunden geht's los. Okay, okay, okay. Das ist. Ich hab's im Urin, das ist das Versteck. Ich würde jetzt gerne mal wissen, ob die in diesem Seek and Reap oder was das für ein Modus ist, ob die da wirklich mich irgendwie durch die Wände sehen können, wenn die ihre Sinne aktivieren oder so. Das wäre voll doof. Oh oh. Ich glaube, hier ist schon jemand. Ich muss hier übrigens immer noch eine neue Webcam holen. Oder überhaupt eine neue Kamera, um mal mit Facecam aufzunehmen. Beim Stream geht das. Habe ich auch gestern, ich habe gestern so mal gestreamt als Test mal. 720p, das lief ganz gut. Da geht das auch mit der Kamera, da muss ich ja nichts rendern oder umwandeln. Aber mit dieser Schrottkamera, die ich habe, muss ich mal umwandeln. Und das dauert zu lange beim Rendern. Hallo. Kakerlaken. Kakerlaken. Oh, ich habe keine Schritte mehr. Das ist gut. Ich bleib jetzt mal hier. Ist zwar langweilig für die Aufnahme, aber ist mir egal. Ich bin ja ein Winner, ey. Oh. 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 Ich höre was. Und es ist sehr nah. Hey. Was? Hallo. Kann mir jemand sagen, wie ihr Push to Talk geht? Im Spiel. Ich will auch was sagen. Zack, hier hast du ein gutes Versteck. Genau in dem Winkel dürfte mich eigentlich keiner sehen. Es sei denn, der Geist ist so schlau und fängt ja an rumzuhüpfen, wenn ich hier. Wenn er hier vorbeiläuft. Oh Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was ist denn hier? Spiel gibt es übrigens auf Steam, Early Access. Keine Ahnung, wie viel das momentan kostet. Ich habe es mir geholt, als es runtergesetzt war. Ist schon über einen Monat her. 2 Monate, glaube ich, sogar schon. Nee, oder? 1,5 ungefähr. Ach, egal. Was bringen die Kraftfelder eigentlich? Verdecken die nur die Sicht oder kann man die damit komplett aussperren? Die Geistertypen. Das würde ich gerne mal wissen. Ich bin übrigens am überlegen, ob ich meine Aufnahme ein bisschen verändern soll, dass ich mehr Jump, wie nennt man das? Jump Cuts, Cuts, diese Sprünge, dass ich die Folge an gewissen Stellen schneide und nur dahin, also das so zusammenschnipsel, aus den Schnipseln zusammenfüge, besser gesagt, die Folge, dass man halt nur das sieht, was auch wirklich passiert, also, weil das war ja jetzt unspektakulär in der Ecke, aber ich bin bei den Gewinnern dabei. Ja, Flash LP ist halt ein Gewinner. Was willst du machen?
So, gibt's mal eine andere Map oder so. Es gibt, glaube ich, ein kleines Baby übrigens als Geist. Ein Metzger-Typ, irgendwas. Ein Wolf, wie man ja vorhin gesehen hat. So ein Werwolf-Geist, keine Ahnung. Ja. Das ist, glaube ich, eine andere Map. Oder sind wir jetzt einfach nur woanders? Ne, wir sind woanders, wir sind im Keller. Wir sind alle im Keller. Wir sind alle im Keller. Nein. Das ist schlecht, ich muss weg von denen. Die verraten immer meine Position, diese Profi-Gamer hier. Ach, das sieht doch schön aus. Hier ist viel Müll, da kann man sich verstecken. Oh, Mama! So. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich aus dem Schrank rausback. Man mich bestimmt sehen kann. Nein. Nein. Ich bin nicht hier. Der Schrank ist leer. Es gibt hier nichts zu sehen. Was für Geräusche. Ich muss das Spiel mal mit ein paar Leuten spielen. Aus meiner Steam-Liste, aber ich glaube, das hat noch keinen. Ah, Mama! Jetzt bist du ein rachsüchtiger Geist. Finde du über den Menschen und? Ja, was und? Wo könnte er sich versteckt haben? So, jetzt sind wir auch mal in der Geisterperspektive. Wunderbar, da habe ich das auch noch gezeigt in der Folge. Toll. Der ist bestimmt noch hier unten irgendwo. Hallo, wo bist du? Wie ihr sehen könnt, ich habe als Aushilfsgeist sozusagen keine Fähigkeiten. Aber ich glaube, dieser Hauptgeist-Typ, der hat, glaube ich, Fähigkeiten. So Sinne, die er aktivieren kann. Wie, mein Sprint ist leer. Was ist das denn? Oh doch, ich kann die rechte Maustaste drücken. Und dann? Dann kann man... Toll. Gut. Dann würde ich sagen, das... Ah, ist eh vorbei. Ach, die haben alle so einen schlechten Ping. Da ist der Host schuld. Host, du bist schuld. So, da würde ich sagen, das war's erstmal für diese Folge und dieses Spiel und ja, mal schauen, was ich demnächst aufnehme. Ich habe das jetzt nur mal so spontan aufgenommen, weil ich einfach momentan keine Projekte habe. So mal mache ich im Stream. Übrigens, ein paar Leute haben mich jetzt nach Streamzeiten gefragt, auch über Facebook. Stream ist eigentlich, wie gesagt, spontan. Das ist aber meistens, wenn ich streame, Mittag, Nachmittag oder abends. Also nie morgens oder vormittags, wenn, dann sage ich das vorher an. Und wie gesagt, wenn ihr mir folgt auf Twitch, dann kriegt ihr auch immer eine E-Mail oder eine Benachrichtigung, dass ich streame, weil, ja, ich kann einfach keine festen Streamzeiten machen. Das ist unmöglich, weil es gibt Tage, da kann ich das dann nicht einhalten und dann geht's Geflame los. Oder es gibt einen Tag, dann kann ich auf einmal doch streamen, jedes Mal ein Video vormachen oder, ja, oder feste Zeiten, an die ich mich nicht halten kann. Das ist ein bisschen schwierig umzusetzen. Deswegen schaut einfach mal rein. Wie gesagt, Soma spiele ich vielleicht heute Abend oder morgen Abend weiter auf dem Stream. Und dann habe ich noch ein Horrorspiel, das streame ich vielleicht auch. Vielleicht nehme ich es auch auf, mal gucken. Je nachdem, wie meine Kamera läuft. So, würde ich sagen, das war's für Dead Realm. Und da sage ich, macht's gut. Wir sehen uns, euer Flash. Ciao.